Gestern noch auf der Bühne hat er moderiert unsere Varieté-Show. Bist du bei uns, Martin Zierp? Ja, du warst gestern Moderator bei Frischkurs Varieté. Und was ich so toll fand, du hast so viele Rollen wirklich auf der Bühne gezeigt. Also du kamst einmal als Karl Lagerfeld, einmal dann als schwuler Talkmaster und dann natürlich als Fürst der Finsternis. Eine Frage an dich, hast du eine Schauspielausbildung absolviert? Nee, habe ich nicht. Ich bin Autodidakt. Ich mache einfach. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, habe auch natürlich früher in der Schule immer bei der Theater AG mitgemacht und solche Sachen, aber das habe ich mir alles beigebracht. Wobei ich schon mal ernsthaft überlegt habe, ob ich das nicht mehr mache. Aber ich sperre mich immer so ein bisschen, weil ich immer Angst habe, wer weiß, vielleicht wird es dann irgendwie schlechter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nee, habe ich nicht gemacht. Alles selbst beigebracht. Und wie kommst du auf die verschiedenen Rollen? Das ist unterschiedlich. Es gibt immer so unterschiedliche Ansätze. Also der Fürst der Finsternis ist Zufallsprodukt. Ich wusste halt, welchen Trick ich machen will, nämlich dieses Verkleben. Also ich mache da so eine Nummer für die Leute draußen an den Fernsehgeräten. Nee, im Internet. Wir sind im Internet, genau. Ja. YouTube. An den Laptops und Monitoren. Ich mache so eine Nummer, da verklebe ich mir halt die Augen mit Klebeband und ich kann halt dann irgendwelche Gegenstände mittels der Echoortung herausfinden. Das klingelt gerade ein Handy irgendwie, aber das ignorieren wir jetzt einfach, oder? Ignorieren das einfach. Ich klicke es einfach mal auf. Ja. Sehr gut. So muss das sein. So muss das sein. Das ist live. Wir sind kein Bildschirmschoner, wir sind live. Ja? So, auf jeden Fall wollte ich dieses Kunststück wollte ich schon Ewigkeiten vorführen und wusste immer nicht wie. Und da habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen über Fledermäuse und die Echoortung und da habe ich gedacht, genau, das ist das Ding, so will ich das machen. Und dann war halt als nächstes die Frage, wie führe ich das vor? Führe ich das normal vor als ich selbst? Da dachte ich, nee, Charakter würde sich anbieten. Und da blieb ja nur Fledermaus oder Vampir übrig. Dachte mir, ein Fledermauskostüm über die Bühne hüpfen, ist vielleicht ein bisschen albern. Machst du mal Vampir? Und dann war als nächstes die Frage geredet, der kann halt nicht normal reden, weil ich ja Comedy-Zauberei mache. Und dann muss der genau den Gegensatz haben und der spricht dann, hallo, ich bin der Fürst der Finsternis. So, und das war so ein Prozess echt von 5 Minuten. Also das war so eine glückliche Fügung, das hat so alles sofort eigentlich gepasst. Aber es gibt auch durchaus Sachen, wo ich dann halt einfach auch länger dran sitze. Aber da hat es einfach mal gut geklappt. Sind meistens die besten Ideen. Ja, das hast du gesagt. Ja, du hast noch eine Frage mit dem Zaubern, gell? Ja, genau. Also zu den Zaubern, jetzt zu den verschiedenen Tricks, ist da irgendwie schon mal was schiefgegangen oder was war da deine peinlichste Geschichte? Da geht schon öfter mal was schief, auch heute noch. Und ich bin dann immer ganz entsetzt. Ich immer denke, um Gottes Willen, ich mache das doch schon so lange und wieso geht dann jetzt was schief? Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich halt als Comedy-Zauber auftrete und dass die Leute dann ganz oft denken, das gehört dazu, das hat ja so geplant. Ist dann aber leider nicht so. Und das ist natürlich der Vorteil gegenüber einem normalen Zauberer, der dann eine relativ hohe Fallhöhe hat, der sich groß aufbaut und dann klappt es nicht. Und dann merkt man auch ganz oft Schadenfreude im Publikum, wenn so jemandem was passiert. Aber ich habe da eigentlich relativ wenig Probleme. Und ich habe es auch wirklich schon gehabt, dass ich Nummern nicht mehr retten konnte. Und dass ich auch nicht mehr wusste, was ich jetzt mache. Und dann war wirklich dieser Prozess, den Leute sagen, ja, tut mir leid, ist jetzt wirklich echt schief gegangen. Und die haben es mir aber nicht geglaubt. Die dachten, jetzt kommt gleich noch, jetzt Achtung gleich, jetzt kommt gleich noch die große Schlusspointe. Die kam dann aber leider nicht mehr. Und du überspielst das dann mit einer Schauspiel auf. Ja, genau, ich überspiele das dann. Das ist ja sonst so, ich mache ja auch viel so Impro-Geschichten und ich gehe immer mit dem Gefühl auf die Bühne raus, egal was passiert, ich mache da schon irgendwie was draus. Und das klappt eigentlich in der Regel auch ganz gut. Mit deinen Zaubertricks. Das sind ja schon teilweise sehr verblüffend, wo man dann steht, ja, wie hat er das gemacht? Gerade auch, was du erzählt hast mit dem Klebeband. Und da haben wir uns wirklich überlegt, ist da ein Trick dahinter? Oder hast du vielleicht doch die ein oder andere mentale Fähigkeit? Und wenn es ein Trick ist, wirst du dir natürlich nicht verraten, was selbstverständlich ist. Ja. Aber es sind schon alle Tricks. Du bist jetzt kein Mentalmagier. Nein. Das ist einfach so. Das sind einfach Zaubertricks. Und ich versuche die halt möglichst unterhaltsam zu verpacken. Und übrigens auch diese ganzen anderen Sachen, die man bei The Next Uri Geller gesehen hat. Diese ganzen Leute sind auch alles Kollegen von mir.
kennen die auch alle und das sind auch alles Zaubertricks. Also das, auch wenn das ein bisschen anders immer dargestellt wurde. Es gibt natürlich ein paar so psychologische Prinzipien, die man halt auch anwenden kann, die nutze ich halt auch, aber in der Regel sind das wirklich einfach Tricks. Aber mal, hoffentlich sehr gute Tricks. Aber Löffel verbiegen kannst du nicht. Doch, kann ich auch, aber halt nicht in echt. Also halt mit einem Trick. Okay. Ja. Du hast auch ein Comedy-Solo-Programm, was kann man da von dir erwarten? Da kann man im Prinzip das so erwarten, wie ich das hier gestern Abend auch bei der Moderation präsentiert habe. Also es gibt mich pur, mich alleine, ganz normal. Es gibt halt diese verschiedenen Charaktere, die ich da mache. Also ich sage mal, ich mache Comedy und Zauberei. Also wenn es mal nicht lustig ist, dann ist es halt Zauberei. So kann man das kurz zusammenfassen. Ja, schön. Und du bist damit unterwegs. Ich bin damit unterwegs, ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch nochmal hier auftreten kann, weil ich finde das, wir sind hier gerade, wo sind wir? Kusch TV, genau, das hier, genau, wir sind im Kusch und das ist eine super Location und ich habe schon einige Locations in Deutschland gesehen, wo man so auftreten kann und das ist echt der Hammer hier. Ja, wir werden ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, mach das, mach das. Und würden uns freuen, wenn du wiederkommst mit einem Solo-Programm. Gerne. Martin Seeb, er ist unterwegs mit seinem Programm in Deutschland. Also wenn das heißt übrigens zum Anbeißen. Zum Anbeißen. Du hast noch eine Homepage, gell? Genau, ja. Und Martin Seeb. Also entweder seeb.de oder derfürst.de zusammengeschrieben und mit Ü. Das geht, mit Ü. Derfürst.de. Genau. Und da kann man alles weitere sehen. Ja, danke, dass du da warst. Danke euch. In diesem Sinne. Macht's gut.